Ja, moin Norbert hier. Eine Kabinenhaube auf dem DLG zu befestigen hier mit einer Methode, sodass ihr schnell den Ballast und den Akku wechseln könnt. Schnell und sauber hergestellt. Meine bisherigen Methoden, Klebeband einfach drum geklebt oder einen aus einem alten Fahrradschlauch geschnittenen Gummiring, gefallen mir inzwischen nicht mehr so gut. Der Gummiring zum Beispiel ist zwar wirklich haltbar, hält die Kabinenhaube gut fest, ist aber aerodynamisch eher ein Nachteil. Auch das Kohleprofil, was man in die Kabinenhaube klebt und dann aufschiebt, ist zwar optisch und aerodynamisch einigermaßen sauber, lässt sich aber je nachdem, wie gut man es gemeint hat, echt fummelig nur anbringen. Im Thread vom Flitzebogen auf RC Network hat jetzt Felix Moll mir eine Methode näher gebracht, die auf Ulrich Freitag zurückzugehen scheint. Er bringt einen Klebestreifen im ersten Schritt so an, dass die Klebefläche nach außen zeigt. Der ganze Streifen wird einmal um den Rumpf herumgeführt und dann in Überdeckung gebracht. Ich benutze hier übrigens Kaptonband, was etwas haltbarer ist als Tesafilm, aber es geht wahrscheinlich auch jeder andere Klebestreifen. Ich habe es noch nie ausprobiert. So, ihr müsst jetzt den Ring einmal freischieben. Die Klebefläche, wie gesagt, zeigt jetzt nach außen und die machen wir unschädlich, indem wir noch einen weiteren Streifen Klebefläche auf Klebefläche verkleben. Auch hier wieder in möglichst perfekter Überdeckung, damit es schön glatt und sauber ist. Jan Henning hat mir gesagt, dass auch hier eine Stolperkante für die Luft zurückbleibt, aber ich glaube, dass das relativ zu vernachlässigen ist. Auf jeden Fall hält die Kabinenhaube so sauber. Sauber und es sieht schick aus. Danke Felix, danke Ulrich. Viel Spaß beim Basteln.